Raus aus dem Auto und rein in die Natur. Gerade mal 20 Kilometer von Schweinfurt entfernt liegt ein beliebtes Ausflugsziel, an dem Erholung pur angesagt ist. Der Ellertshäuser See. Schon bei einem kleinen Spaziergang lassen sich die Sorgen des Alltags schnell vergessen. Für uns aber beginnt nun eine Wanderung durch die aufblühende Natur entlang einer einmaligen Strecke. Der Friedrich-Rückert-Wanderweg, der in Schweinfurt startet, führt hier vorbei. Ein Blick auf die Infotafel am Parkplatz und weiter geht's auf Schusters Rappen. Fortan begeben wir uns ein Stück weit auf die Spuren des berühmten Schweinfurter Dichters und Gelehrten. Weit öffnet sich nach wenigen Kilometern der Blick über Feld und Flur. Förmlich zu einem Abstecher lockt die Kallax-Kapelle oberhalb Stadtlauringens. Von dem kleinen Gotteshäuslein führt eine malerische Kastanienallee dann hinab ins Tal. Doch zunächst ist eine kleine Rast angesagt. Und bei so einer Aussicht lässt sich die Brotzeit umso besser genießen. Eile ist bei unserer Tour nicht angesagt. Angekommen in Stadtlauringen. Ein zauberhaftes Ensemble entfaltet sich am Marktplatz. Zentrum das Fachwerkrathaus aus dem 16. Jahrhundert mit dem schiefergedeckten Brunnen davor. Ein Ort zum Verlieben. Nur ein paar hundert Meter entfernt die alte Amtskellerei. Millionen hat die Sanierung und Restaurierung der historischen Gebäude und des schmucken Brunnens verschlungen. Gelungen ist ein Meisterwerk. Der mächtige Komplex ist der Stolz der Marktgemeinde. Fürstbischöfe gingen hier ein und aus. Heute sind dort Veranstaltungsräume und die Bücherei untergebracht. Entlang eines fröhlich plätschernden Bächlein geht's weiter. Balsam für Leib und Seele ist die Wanderung durchs grünende Lauertal. Schon von fern unübersehbar der Kirchturm von Oberlauringen. Die ländliche Idylle lädt zum Verweilen ein. Das Mittagessen im freundlichen Gasthaus hat gemundet. Gut gestärkt erkunden wir Oberlauringen. Die mächtigen Glocken der Heiligkreuzkirche rufen uns zum sogenannten Kaulhügel hinauf. 1475 ist die größte der vier Glocken gegossen worden. Und sie klingt heute noch weit ins Land vor den Haßbergen hinein. Oben wartet auf uns ein herzlicher Empfang. 86 Jahre ist diese Dame alt. Doch wenn Frömme kommen, wie sie sagt, dann öffnet ihnen die Messnerin gerne die Pforte. Auch wenn es mit dem Laufen nicht mehr ganz so gut geht wie früher. Eine Schatzkammer öffnet sich. Eine derart kunstvolle Ausstattung überrascht den Betrachter zunächst. Anno 1705 wurde die Kirche neu erbaut. Überwiegend in Holz gehalten, verfügt sie über eine kostbare Kanzel. 1999 erfolgte eine gelungene Renovierung und seitdem zählt die Heiligkreuzkirche wieder zu den sakralen Sehenswürdigkeiten der Region. Im Innenraum fühlt sich Hertha Janek sozusagen wie zu Hause. Mit viel Charme und Witz erzählt sie so manche Anekdote, während sich der Organist auf den Gottesdienst vorbereitet. Seit es den Friedrich-Rückert-Wanderweg gibt, mehren sich die Besucher. Sogar aus Amerika sei einmal ein Mann hier gewesen, erinnert sich Hertha Janek noch ganz genau. Von seinem 14. bis zum 14. Lebensjahr lebte Friedrich Rückert hier dicht an der mächtigen Kirchenburganlage. Denn sein Vater hatte 1792 in Oberlauringen eine Anstellung als Rentbeamter gefunden. Und wer durch diese Pforte geht, der wandelt tatsächlich auf den Spuren des Dichters und Gelehrten. Ein kurzer Blick auf die Karte und weiter führt der Weg nach Birnfeld. Auch in diesem verträumten Dorf warten noch viele malerische Winkel darauf, entdeckt zu werden. Der junge Friedrich Rückert jedenfalls war gewiss hier und hat auch ein humorvolles Büchlein über seine Kinderjahre hinterlassen. In Birnfeld endet heute auch unsere Wanderung auf seinen Spuren.
Insgesamt ist der nach ihm benannte Wanderweg 143 Kilometer lang und führt bis ins Coburger Land. Für jeden Rückert-Freund eine Bereicherung. Und man muss die Strecke ja nicht auf einmal bewältigen.